Du hast gerade losgelassen. Nein. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's eigentlich. Ich hab's ganz sicher sogar gesehen. Ja, ganz sicher. 1000%, ja. Du willst uns schon wieder ficken, oder? So, Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Es wird immer spannender. Er hat unglaublich gut gesnitcht. Seine zwei Gegner ist er losgeworden und spielt nur mehr gegen ihn. Wir sind ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Intro gerade aufnehmen, wollen wir gerade herausfinden, wer gewonnen hat. So, es ist gerade eine schwierige Situation, aber alles seht ihr dann am Ende. Nicht vergessen, 25. Tabula Rasa, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil von Wer hält den Sneaker länger? Kein Plan, ob das Video so heißt, aber passt doch. Okay, das heißt, du lässt jetzt doch nicht los. Oh! Drei Runden rund den Schuh. Oh, ja, sehr gut. Eh gut, dass ich der letzte Video. Das heißt, du hast jetzt Geld bekommen. Und vielleicht den Schuh. Und du bleibst im Game. Ja. Oh mein Gott. Weißt du, das ist ernst? Ja, und wir haben einen Job. Ihr könnt es ausmachen. Chill, du machst das jetzt. Ich hab voll Bock auf den Schuh. Krank, er bleibt im Game. Er hat 290 Euro bekommen. Du bist voll doof. Willst du das wirklich machen? Was? Ich glaub deine Adresse, Geld von PayPal und so. Ja, gut. Wie du glaubst. Wie du glaubst. Oh, krank, das heißt, du hast jetzt drei Leuten 300 Euro bezahlt und du bist trotzdem noch mit ihm im Game. Ich bin trotzdem noch mit ihm im Game, ja. Das heißt, du hast nicht nur Geld verloren, sondern du hast auch noch keinen Sneaker gewonnen. Noch keinen Sneaker gewonnen. Oh mein Gott. Die sind da draußen auch ziemlich schockiert. Weißt du, was die beiden gemacht hätten, wenn sie die Letzten gewesen wären? Nix, sie wären rausgegangen. Marvin ist korrekt. Okay. Dann bin ich nicht korrekt, aber ich hab den Schuh. Vielleicht. Wir wissen es ja nicht. Stunde haben wir noch. So ehrlos. Du kannst das Geld auch nicht mehr zurückziehen, ja? Sei es nicht, nein. Okay. Die anderen sind ja korrekt, aber was willst du machen? Ich brauche jetzt ein Bier. Was? Ich brauche jetzt ein Bier. Aber jetzt weil er kriegt auch noch Geld dafür, ja, dass er jetzt verantwortet hat. Er hat noch 5 hochgehandelt. Oh mein Gott, sorry Bro, dass wir so lachen, aber. Ich ruf kurz bei der Bank an, ob die das zurückziehen können. Ich hab's mir schon überwiesen auf meinem Konto. Ja, aber ich hab vor meiner... Ich find's halt auch witzig, weil es für beide sehr unangenehm ist. Momentan ist es mir nicht unangenehm. Okay. Das kommt dann, wenn wir sich wiedersehen oder so. Okay, okay. Ja, er ist ein bisschen größer. Also. Ja, das passt schon. Ist das jetzt wirklich dein Ernst, Bro? Ja. Jetzt ehrlich? Ich dachte jetzt ernsthaft am Anfang, du bist korrekt. Das wird jeder machen. Wir haben selber alle gesagt. Oder? Ist das denn wirklich jetzt dein Ernst? Ja, voll ein Ernst. Das ist wirklich ein Ernst, Alter. Gut, wie du glaubst. Ich meine, das ist eh deine Entscheidung. Adresse habe ich, wie du glaubst. Ja. Wie muss es sein? Okay, ihr wisst, was gerade abgegangen ist von Ihnen, oder? Ja, schon. Gebt ihr ihm das Geld zurück oder behaltet ihr es? Das behalte ich mir. Das behalte ich safe. Okay, also ihr behaltet das Geld, was er hier hat. Ja, das ist dann schon sein Ding. Schauen wir rein. Hätte ich nicht gedacht, doch. Ich weiß eh, dass er Arsch ist, aber... Ja, aber machst du es dann? Ich muss an mich denken. Ja, die anderen werden das Geld safe behalten. Ja, das weiß ich. Ah, ja. Das war mir schon klar. Das heißt, du musst eigentlich quasi gewinnen, sonst ziemlich kacke, oder? Ja, sonst schon mal. Wie schauen wir mal? Ja, nix. Passt eh alles. Ist halt passiert. Okay, ja. War eine Lehre fürs Leben. Ja. Okay, bei dir noch alles easy so? Alles bestens. Sprecht sie gerade ab? Nächst, ich habe ihn nur gefragt, ob er alles Hälfte jetzt noch machen wird. Okay. Weil das okay. Hat er am Anfang gesagt, aber. Ja. Dass ich ihm das Geld zurücküberweise. Ja. Und ich den Schuh dann verkaufe, aber ich weiß nicht, ob er die Hand weggibt, wenn ich so. Du kannst mir Käuferschutz überweisen. Ich mache jetzt ein einmaliges Angebot. Wenn du mir jetzt 300 Euro überweist auf PayPal, dann schwöre ich auf alles, dass ich meine Hand weggebe. Was bringt mir das? Dann habe ich den Schuh gekauft um den Marktpreis. Nein, wenn du mir noch 400 überweist. 400? Nein, 300 habe ich gesagt. Die geht immer weiter. 300 habe ich gesagt. Du bist jetzt bei 800. 860 bin ich jetzt. Plus 300, 960, 1060. 1260. 1160. Ja. Ja. Ja.
Okay, aber das heißt, du hast schon ein bisschen den Ärger auf ihn vergessen und gehst jetzt schon wieder in eine Verhandlung. Naja, ich will eigentlich nur nett sein und nach Hause gehen. Aber schau, entweder du machst Fettminus und ich krieg den Schuh, oder du überweist mir was und ich gebe meine Hand weg. Digga, woher weiß ich, dass du sie wieder... Schau, wenn du mich einmal snitchst, warum sollte ich dir jetzt vertrauen? Ich stelle mich vor die Kamera und du kannst mich zusammenhauen, wenn ich die Hand nicht weggebe. Ja, das und wo ist das unterschrieben? Ha? Wo ist das unterschrieben? Keine. Das Einzige, wo ich dir jetzt noch vertrauen würde, ist, wenn du die Hand weggibst und ich dir dann das Geld gebe. Du hast mich jetzt gesnitcht, das heißt, dann würdest du mir ja jetzt vertrauen. Das heißt, wie viel Geld sollte ich dir jetzt schicken, damit 300. Du mir jetzt den Namen... Eigentlich kannst du vergessen. Würdest du für 300 noch runter gehen oder ist das dein allerletzter? Ja, das ist mein allerletzter. Dein allerletzter? Kann ich nichts mehr machen. Wieso? Jetzt schau ich dir einen Geldbeweis mit 2% aus. Zeig mal, zeig mal. Ich muss dir deinen Vater anrufen. Zeig mir, wie viel du hast. Ja, kannst du mir überweisen. Ja, woher weiß ich dann, ob du das machst? Stimmt. Ich schwöre es dir. Egal, du hast vorher geschwört. Das Einzige, was du jetzt machst, ist die Hand weggeben und ich gebe sie und ich schwöre. Ich gebe dir mein Handy, du nimmst die Hand weg und kannst selber auf Senden drücken. Wieso überweist du mir nicht? Ich gebe die Hand weg. Ich hab dir gerade erklärt, dass ich es nicht nochmal machen würde. Ja, und das hast du mir vorher auch erklärt. Erklären Sie mir, was du leider sagen kannst. Wir haben das gerade entschieden, es gibt ab jetzt keine K.O.-Challenge mehr. Das heißt, es muss jemand aufgeben, weil sonst wäre es einfach unfair. Ich meine, eigentlich hast du jetzt einen Vorteil. Klar. Vorteil habe ich nicht. Doch, weil dein Nachteil, dein offensichtlicher Nachteil, wird eigentlich zu einem Vorteil. Du kannst jetzt einfach gar nicht mehr loslassen. Wie lange bist du vorhin zu lernen? Ja, das kann ich ehrlich nicht. Also ich habe nicht so einen Zeitpunkt, wo ich sage, so jetzt ist Schluss. Weißt du, was ich meine? Mhm. Okay, eine Stunde später, die nächste Challenge. Wir haben schon gesagt, es gibt kein K.O.-Kriterium. Wir machen es euch einfach nur unangenehmer. Ja. Erste Stufe, beide geht eure Hände sein. Dankeschön. Und Dankeschön. Ab jetzt kein Handy mehr. Gut, somit gibt es auch keine Überweisungen mehr. Das ist euch natürlich auch klar. Ja, also. Du hast gerade losgelassen. Nein. Oder ich hab's gesehen. Ich hab's ganz sicher sogar gesehen. Ja, ganz sicher. 1000%, ja. Du willst uns komplett ficken, oder? Oder wir können das mit dem Geld immer machen. Ich hab wirklich null Problem damit. Ich verkauf sie und ich mein's cool ernst. Wenn ich jetzt raus bin, würdest du es dann noch machen? Ja. Das ist korrekt. Das ist wenigstens korrekt. Danke, Bro. Also wirklich jetzt, ja, ohne dass du jetzt im Hinterkopf denkst, der will mich noch... Ja, ich weiß. Wenigstens das, danke. Ja, gerne. Wenn man da Danke sagen kann. Alter, ich bin so blöd, dass ich das gemacht habe. Was? Dass ich euch das Geld gegeben habe und dachte, ja, passt, machen und so. Das hätte aber auch schon der erste machen können. Ja, wir haben jetzt schon die Aufnahme, vielleicht hat jemand die Hand vom Sneaker gegeben. Und zwar der Lenny. Krank, das heißt, ich kann jetzt schon vorbei sein. Also du würdest das nicht safe machen, wenn sie es jetzt sehen? Wenn sie es jetzt sehen, würde ich es nicht machen. Wirklich nicht. Nein. Wenn ich jetzt raus bin, würdest du es dann noch machen? Ja. Aber wenn du es von dir aus weggibst... Dann habe ich 850 Euro verloren. Ich bin eingerechnet. Übrigens, Freunde, auch ihr habt die Möglichkeit, einen Travis Scott Air Jordan zu gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, geht in die Infobox, klickt auf den ersten Link, MEM Vienna, geht ganz nach unten, folgt dem Newsletter und folgt MEM Vienna auf Instagram. Unter allen Zusehern, die diese zwei Schritte befolgen, wird ein brandneuer Schuh im Wert von 1600 Euro verloren. Der hat's. Nein, das war nicht. Deswegen. Also, das war ganz knapp. Das war also wirklich. Ich spielt mir wirklich ein, dass er nicht drauf war. Er hat die mit den hinteren Fingern auch dran. Ja. Man kann auch sehen, wie er seine Hand bewegt und wie seine Finger sich bewegen und wie er vorher drauf war und wie er drauf war. Und daher kann man sagen, dass er drauf war. Das heißt, du bist noch in the game quasi. Ja. Nächste Challenge, Freunde. Ab jetzt Schuhe aus. Wir nehmen euch die Schuhe ab und somit wird alles ein bisschen unentspannter. Danke vielmals. Danke vielmals. So, nächste Challenge ist schon bald, deswegen Kreativ-Team-Session. Passt nice. Somit Challenge steht. Okay, die Challenge ist zählen. Ihr müsst es einfach zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wenn ihr verkackt, was passiert dann? Neu beginnen. Neu beginnen. Absolut richtig. Bis wohin sehen? Schauen wir, wie weit wir kommen. Wir haben da jetzt kein Ziel vor Augen, sondern wir sehen lang. Aber es muss irgendeine Grenze geben. Na, na. Eine halbe Stunde. Ich zähle bis zur nächsten Challenge. Stunde, wenn wir beide haben. Musst du auch nicht. Du kannst die Hand weggeben, dann hast du verloren und musst du auch nicht zählen. 1, 2, 3, 4. Let's go. 5. Lange Pause. 6. 7. 8. 9. 37. 38. 39. 40. Schätze jetzt mal in den Kommentaren, wie weit 83, sie kommen, bis sie verkacken. 85. 86. Ich sage 300. 87. 88. Ich mache das nicht bis 300. Was kommt nach 100? 101.52. Und von neuem beginnen, du hast 41 Sekunden. 141. Das haben wir vorige Runde auch schon gemacht und da hat keiner was zu erklären. Ja, jetzt ist mir aufgefallen von neuem. Okay. 1. Oder jetzt. 2. Wir hatten jetzt Challenges, die waren körperlich anstrengend, die waren schwierig zu machen und so weiter. Das ist die erste Challenge, die wirklich stupide Arbeit ist, die anstrengend ist, die einen anfuckt. Man muss einfach nur zählen und wenn man verkackt, muss man von neu beginnen. Und ab dem Zeitpunkt, wo die verkackt haben, waren die richtig deprimiert. So, als würde es darum gehen, möglichst weit zu kommen. Sie müssen eine halbe Stunde zählen und dann kommt die nächste Challenge. Aber man merkt hier einfach, dass das der Mindfuck ist. Deswegen bleiben wir auf diesem Level. Nächste Challenge wird wieder in diese Richtung gehen, ich sage noch nicht wie, aber man merkt, erst mit diesem Mindfuck kommt man an eine gewisse Zermürbung an. Wir hatten schon die ersten Revoluzzer, also ab jetzt wird spannend. 212, 213, 214, 94, 295, 296, 297, 299, 300. Geht in die Infobox, klickt auf den ersten Link MEM Vienna, geht ganz nach unten, folgt dem Newsletter und folgt MEM Vienna auf Instagram. Unter allen Zusehern, die diese zwei Schritte befolgen, wird ein brandneuer Schuh im Wert von 1600 Euro verlobt. 299, 300. So. Was sagt eigentlich der Eltern eigentlich? Du warst weg. Was? Du warst weg. Ja, okay, dann sag ich. Steak. Was? Der hat die Hand runtergegeben. Oh. Aber nicht. Oh ja, ich hab schon. Markus. Was ist gerade passiert? Wir waren genau bei 300. Also, fertig. Du hast die Hand runtergegeben. Ich weiß es nicht. Also Videobeweis muss schon sein. Das heißt, wir checken jetzt kurz, aber wenn sie nicht unten waren, fährt ihr der Schuh. Ja. War so sicher, wie es war? Ich bin mir 100% sicher. 98. Krank gespielt. Du hast wirklich mit List gespielt. Ich kann jetzt nicht mal mehr ordentlich das machen. So. Was passiert? Krank. Also, du hast. Ich glaube, du hast gewonnen. Herzliche Gratulation. Du hast nicht verloren. Du hast nicht verloren. Du hast hart gekämpft, du hast 900 Euro verloren und im Endeffekt trotzdem einen Schuh im Wert von 1650 Euro gewonnen. Das ist dein Sneaker mit den drei Lichtern. Vergönnst du ihm den Preis? Komm mal her. Tue ich wirklich. Vergönnst du ihm den Preis? Du hattest eher nur ein schlechtes Gewissen. Ja. Und du bist mit 300 Euro ausgestiegen. Somit, ja. Shake hands mal vielleicht an der Stelle hoch. Danke, ist alles gut ausgegangen. Unfassbar nice. Mir hat das Video so viel Spaß gemacht. Freunde, wenn es euch auch so geht, lasst ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was das Coolste war. Und abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Wenn wir das nochmal drehen wollen, schreibt es in die Kommentare. Folgt Seilob, seid am Start. MEM Tabula Rasa auf 25. Juni, Freunde.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin unfassbar happy, dass das so ausgegangen ist. Relativ zeitig sogar noch. Und ab jetzt wird gefeiert. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Absolut. Vorne ist der hier und hier. Ein weiteres Video von mir. Seid am Start. Kommt noch mehr Content in dieser Richtung. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Holt dem jungen Mann seine Schuhe. Euer Maximilian. Congrats. Rudi, Congrats.